Straße zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, hallo Freunde und willkommen zum dritten Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt. Das letzte Mal waren wir hier bei der Audienz des Kaisers von Nilfgaard. Ja, kein erfreuliches Wiedersehen, weil wir wissen ja noch vom letzten Mal, da wollt ihr uns töten, also sowas jedenfalls im zweiten Teil. Und wir machen jetzt hier weiter. Hier an der Stelle, soweit ich weiß, verbirgt sich ein Geheimnis. Das gehen wir jetzt mal suchen. Es müsste hier sein. Ja, da haben wir es doch schon. Sehr schön. Ah, wir haben einen Sattel, alter Brief, den lesen wir auch gleich mal. Lieber Roderick de Welt, bitte vergib mir die verspätete Antwort. Ich warte auf die Bestätigung von Golan Vivaldi, dass genügend Geld bereitsteht, um deinen Wechsel einzulösen. Nicht, dass ich dir nicht traue, doch die Götter helfen dem, der sich selbst hilft, wie man in Catbane sagt. Nun, zu deiner Frage, der Fluch von Prinzessin Nada könnte tatsächlich wiederkehren. Der Hexer aus Riva hat nur rudimentäre Kenntnisse in Magie, weswegen er den Fluch nicht vollständig brechen, sondern nur vorübergehend seine Wirkung aufheben konnte. Damit Ada wieder zur Striege wird, müsste man eine Mahlzeit mit 3 Tropfen vom Blut ihres Vaters, König Foltes, versehen, 3 Tropfen Wolfsblut und 3 Tropfen Galle einer frischen, beerdigten Frau, die 100 Jahre alt geworden ist, das 100. aber nicht vollendet hat. Über den... Zu schnell. Jetzt habe ich zu schnell geblättert. Sondern nur vorübergehend seine Wirkung aufheben konnte, damit Ada wieder zur Striege wird, müsste man eine Mahlzeit mit 3 Tropfen Blut ihres Vaters, König Foltes, versehen, 3 Tropfen Wolfsblut und 3 Tropfen Galle einer frischen, beerdigten Frau, die 100 Jahre alt geworden ist, das 100. Jahr aber nicht vollendet hat. Über dem solcher Art präpentierten Mahl ist dann das ursprüngliche Dreieck zu wirken. Das müsste reichen, doch überlege bitte gut, ob du eine solche unehrenhafte Tat wirklich zu tun wünscht. Ja, wieder interessante Informationen bekommen und dementsprechend auch einen Sattel für Plätze. Wir gucken mal, ob der uns was bringt. 20 Ausdauer, nicht wirklich, aber wir können den gut verkaufen. Da bleiben wir dann bei. Wir gehen mal auf Charakter. Und skillen uns hier mal das Axi, auf. Täuschung, nächste Stufe, das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während der Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich, Ausdauer, Regeneration im Kampf, plus 0,5 pro Sekunde. Das nehmen wir einmal mit drin. Es ist ganz praktisch. Und wir nehmen einmal, was nehmen wir denn mit? Entschlossenheit, nächste Stufe, wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Adrenalinpunktgewinn plus 1. Das machen wir beim nächsten Mal, wir nehmen Muskelgedächtnis. Nächste Stufe erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Adrenalin. Gewinn plus 1%. Das packen wir uns auch gleich mit rein. Dann sind wir wenigstens schon mal ein bisschen geskillt. Ja, und wie wir auch vom letzten Mal erfahren haben, ist Cirilla ja wieder da. Wir sollen nach Velen reisen.
Weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch nach Velen erstmal möchte. Ich will viel lieber eher nochmal nach Weißgarn. Da haben wir ja auch noch Geralt ein paar Missionen offen. Wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, wir sind im Weißgarten und wir legen jetzt auch mal weiter los. Wir haben hier noch einige Nebenquests, die ich nicht offen lassen möchte. Vervollständige deine Sammlung von Gwyn-Karten. Aber was soll denn das sein? Hier nicht, wa? Hexerauftrag, Teufel beim Brunnen, Level 2, das dürfte man doch packen. So. Aber ich will erstmal hier nochmal kurz zum Händler. Hier ist er. So, dem haben wir ja das letzte Mal geholfen. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, nice. Was hast du denn so, mein Lass Freund? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Greifen absurd, das nehmen wir doch einmal mit. Was haben wir denn hier noch? Zwergenschnaps nehme ich einmal mit. Dann haben wir noch das hier. Nehme ich auch noch einmal mit. Sicher, sicher. So. Bis dann. Pass auf dich auf. Jetzt haben wir schon mal Greifen absurd. Das ist ganz gut. Ich denke mal, das ist nicht der erste Greif, auf den wir treffen werden. Ich denke, da folgen noch weitere. Demnach bin ich halt mal gespornt. So. So, hier müssen wir rennen für den Auftrag. Ja, mit ihm hier müssen wir reden. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Er hält nichts mehr bei sich und es geht ja immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beschreibe den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend, schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ja, das lassen wir natürlich nicht zu. Ich werde dir helfen. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Ah,
dann machen wir uns doch da glatt mal auf dem Weg hin. Gucken wir mal, was der gute Mann hier so hat. Noch ein bisschen Kohle, ein bisschen Fahren. Sehr nice. Ja, wenn wir einsammeln könnten. So, jetzt. Weil das erspart uns nämlich ein bisschen Kohle. Und Hexer haben es ja eh nicht so dicke. Von daher. So. Dann stravenzeln wir da mal hin. Nee, ich hab mal keinen Bock auf Pferd. Ich mach das jetzt zu Fuß. Wir richten schon mal Öhrenzeichen ein. Ah, hier ist Mislav. Den wir ja in der vorigen Folge, also in den vorigen Parts geholfen haben, die wilden Hunde zu vertreiben. Wobei ich mir denke, dass die Geschichte mit dem Mislav auch noch nicht vorbei ist. Da lassen wir uns auch noch mal überraschen, was die Geschichte so mit sich bringt. Neue Markierung, verlassenes Dorf. Der berüchtigt. Warte mal, können wir denn schon mal was herstellen? Reifen absurd, Bomben, Tränke, not now. Nicht jetzt. Hm, alles klar. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Das hier Gras haben wir um den Brunnen ist versenkt. So. Pilze nehmen wir mit. Hier kriegen wir sicher auch noch mal weitere Infos. Hier haben wir eine Puppe. Nimm mal alles mit, das können wir ja ganz gut verkaufen. Da das ganze Zeug sowieso herrenlos ist, braucht es von daher auch niemand. Hier haben wir auch noch was Schmiedes, eine Tabakpfeife. Brauche ich gerade nicht. Wasserflasche nehme ich gerne mit. Sonst noch eine Kleinigkeit hier. Das wäre mal interessant zu wissen. Ich schätze mal, dass wir hier rinnen müssen. Aber ich sehe mich hier noch mal ganz gerne hier in der Hütte um. Na, wer sagt's denn? Noch eine Truhe. Mit ein paar Alchemiezutaten. Sehr nice. Und weitere Informationen, noch eine schwarze Puppe, vergilbtes Tagebuch, könnte hilfreich sein. Es ist passiert, Volker hat am Gerichtshof in Wiesimar Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnscheren eingerichtet. Er hat all den Schaden, sein Haupt nicht schnell genug entblößt, Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte, wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte, wie er bei der Pietz-Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte, nur bekommen wir endlich, worum wir Militelle in so vielen Gebeten aufgefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtung dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hütte ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbar als der herrliche Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert und um das Böse zu vertreiben. Und ein Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübsche, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben. Und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche, ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jenem Tag waren. 23.04.1250. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen.
Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufregend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen, so oder so. Ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Punkt. Ja, da haben wir schon mal zahlreiche Informationen zum Geist, also zur Nachterscheinung, die uns weiterhelfen. Such den Geist, der im Brunnen spukt. Ha? Okay. Schätze mal, ich mache hier mal einen Abflug rein. So. Eine Leiche. Ich komme nicht ran. Ob das hier so richtig ist, weiß ich nicht. Nee. Hier wahrscheinlich nicht, weil der Radius bewegt sich ja weg vom gelben Kreis und vom Fleck. Das heißt, wir sind hier komplett verkehrt. Wir suchen uns hier mal weiter um. Irgendwo hier wird schon was sein. So, hier mal tauchen. Ja, sehr schön. Wieder Alchemiezutaten, die ich, wie ich finde, wichtig sind. Hier ist das Armband. Sehr schön, das haben wir auch noch gefunden. So, da geht es wieder nach oben. Da hängt die Leiche. Kriegen wir die mit Art runter. Oh, Geralt. Junge, du Hammel, du sollst nicht schwimmen. Oh, also. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. So, dann müssen wir jetzt... Wie mir scheint, hier weiter. Oder? Nee, auch nicht. Irgendwie müssen wir, glaube ich, die Leichen hier doch runterkriegen. Verwirrend gerade. Oh, Geralt, back doch nicht so rum, du Affe. Nee, die kriegen wir da irgendwie nicht runter. Suche den Geist, der im Brunnen spukt. Verlasse die Höhle. Ja, wie soll ich denn die Höhle verlassen? Ja, alles klar, dann müssen wir hier erstmal. Doch, anscheinend weiter. Haben wir denn schon Fackeln im Inventar? Ich glaube nicht. Nee. Doch! Sehr hilfreich. Immer mitnehmen, Leute. Gerade für Höhlen und Erkundungen. So. Haha. Ja gut, jetzt bin ich eh wieder am Wasser. Da bringt es mir jetzt rein gar nichts. Wie bin ich jetzt im Kreis gelatscht oder was? Tatsache. Ja, darüber. Ja, schön darüber. Nützt mir gerade irgendwie gar nichts. Nee. Bullshit. Ich laufe hier nur im Kreis. Warum auch immer. Ich muss hier mal den Ausgang finden. Damit wir uns da endlich mal um diese Schrulle, um die Nachterscheinung kümmern können. Ah, hier lang. Alles klar. Jetzt müssen wir tauchen. Dann war ich also doch richtig. Interessant.
Wir rennen ja immer noch in diesem komischen Wappis rum. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir müssen gleich erstmal wieder unsere Rüstung einpacken. Weil sonst haben wir ein mächtiges Problem. Die Armbrust auch wieder an ihrem Platz. Unsere Schwerter. Ey. So. Warum möchte ich gegen die Tussi eigentlich gar nicht kämpfen? Ey. Tauch doch auf, Mensch. Na, das weiß ich auch, dass ich das jetzt nicht tun kann. So, dann wird's gleich interessant. Ich meditiere mal kurz. Ja, wie soll ich denn den Geist suchen? Ah, hier ist auch noch was zum Mitnehmen. Nehmen alles mit, was wir gebrauchen können. Sicher, sicher. Ja, hier waren wir ja schon drinne. Ist auch noch was. Brot, Silberbarren. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Ja, eine Mittagserscheinung. So, wir sollen ein Bestiarium lesen. Das machen wir doch gleich mal. So. Hunde, Wölfe, Geister, Mittagserscheinung. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Flood Raymond, Bauer und ihre Bräuche. An besonderen heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um genannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern schnell wie möglich das Weite suchen. So, ey, helfen tut uns dabei Mondstaubbombe, Geisteröl und Uhrenzeichen. Das Uhrenzeichen haben wir, das beiden ersteres nicht. So, alles klar. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Dann suchen wir doch mal. Muss ja hier irgendwo was sein. Hä, komisch. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich habe das doch vorhin eben erst hier eingeschmettert. Jetzt das hier schon wieder zusammengebaut. Oh, aber hier scheint nichts zu sein. Oh, nächste Hütte durchsuchen. Vielleicht war ich auch zu schnell und der Story einen Schritt voraus. Ein Mann, so. Mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Blutflecken, kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte.
Hier auch noch. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Harte Geschichte. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. So, hier in der Hütte sollen wir noch mal grasen. Ah, hier ist sogar noch eine Truhe und Kohle. Sehr schön. Das nächste Mal beim Händler können wir so einiges verkaufen. Ah, da ist der Blutabdruck beim Brunnen. So. Untersuchen. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Armes Mädchen. So was wünsche ich niemanden. Wenn ich mal meinem schlimmsten Feind. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. So jung noch. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Höchstwahrscheinlich wird wohl so sein. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Na dann. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Ich muss ganz darüber stehen. Trinken, trinken. Da hören wir sie schon, die Mittagserscheinung. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Na, dann komm mal her, Fräulein. Damit ich dich erlösen kann. Magische Geisterfalle. Sehr hilfreich. Boah, Level 4 auch noch. Na, shit, ey. Ich glaube, das packen wir noch nicht. Na, die hat ordentlich Power, die Olle. Haben wir denn sowas wie Geisteröl? Nee, ne? Ich hätte ja, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Nee, was haben wir denn hier? Wolfstunde dran. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Futtern, weil sonst gehen wir drauf. Tauschen wir mal gegen Donner aus. Noch was? Ja. Das Wasser nehmen wir auch mal mit. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das doch noch gebacken. Muss nur parieren oder dementsprechend ausweichen. Ah, hier ist schon wieder ein neues Gefolg. Aber noch nicht mit uns hier. Ja, dann komm her.
wir haben es gleich. Und sie hat uns auch gleich, aber wir haben sie zuerst. Yes! Sie ist fort. Für immer. So. Das hat sich erledigt. Die Alchemie-Zutaten nehmen wir natürlich auch, so wie die Trophäe. So, schließen den Auftrag noch ab. Und kehren zu Odolan zurück. Und dann endet an dieser Stelle auch schon der Part, da der vorherige Part schon etwas Überlänge hatte. Fassen wir uns in diesem Part diesmal ein bisschen kürzer. Oh. Muss der so weit weg wohnen? So, wir haben es geschafft. Sehr nice. Unser erster Hexerauftrag ist erledigt. So, den schließen wir jetzt ab. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na sowas. Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Ja, Auftrag erledigt. Damit wäre dieser Part jetzt auch beendet. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.